alle Zuschauer. Ihr wisst ja, ich finde es immer schön, wenn man in seiner Freizeit sich ein schönes Hobby anschafft, gerade für euch jüngere Zuschauer, aber auch für Ältere ist das wichtig, dass man mit seiner Freizeit vielleicht ein bisschen was Schönes, Sinnvolles oder Erbauliches zu tun hat. Ja, Hobby. Ich habe ja beim Rumkramen im Haus meine alte Comicsammlung gefunden und ich glaube, die habe ich euch noch gar nicht präsentiert, weil ich war früher mal so begeisterter Sammler von Asterix-Heftchen. Das kennt ihr, glaube ich, ne? Okay. Ziemlich viele, aber sind, wie ich hier beim Nachzählen rausgefunden habe, nicht alle. Ein paar sind verschwunden und ich weiß es nicht. Das hier ist zum Beispiel in der Übersichtsliste hier hinten gar nicht mit aufgeführt. Ich weiß nicht warum. Das war das Buch zum Film. Nein, es ist eher das Heft zum Film. Frage ich mich gerade. Das war doch zu DM-Zeiten. Steht irgendwo drauf? Wann der rauskam oder wann das rauskam? Keine Ahnung. Nee, was auf DM. Das ist ziemlich neu. Da habe ich mal so geschaut. Es fehlen aber noch reichlich Hefte. Ja, die habe ich damals als Stift gesammelt und wir schauen einfach mal ganz kurz so durch. Das ist halt eine lustige Sache. Asterix kannte früher jeder und diverse Lateinzitate daraus sollte man schon drauf haben. Und die Zeichnung fand ich halt damals schön. Ich war ja interessiert am Zeichnen damals und Comics, das war die Krönung vom Ganzen eigentlich. Es ist schön gezeichnete Comics. Es gibt ja welche, die jetzt in meinen Augen nicht so ansehnlich sind, aber auch die haben ja Fans, sage ich mal so. Und das war ja. Mensch, hier steht nirgendwo eine Jahreszahl drauf, sehe ich gerade. Die 90er. Gleich nach der Wende kam man damit in Kontakt. Und als Stift, was damals, die kostet 7,20 Mark. Könnt ihr euch selber umrechnen. Ich schaue mal gerade hier auf dem neuesten, was da aufgerufen wurde. Da haben sie es schon gar nicht mehr drauf gedruckt. Doch hier. 6,90 €. Da siehst du mal die Inflation. Das kostet jetzt, das ist ja fast das Doppelte, wenn man das umrechnet. Ja, das ist ja furchtbar, die Inflation. Naja, dank unserem schönen lieben Euro. Ja, das war damals so die Zeit. Ich glaube, das ist eins von den ältesten hier. Da war es sogar noch 4,20 Mark. Inzwischen schreiben das ja andere. Ist ja auch egal, in welcher Generation das hier nur geschrieben und gedichtet und getextet wird. Das ist schon weiter nicht schlimm. Weiter Ich fand hören? das damals jedenfalls schön. Ja, so. Ja. Ist schön. Ne? Also das ist jetzt schon wieder relativ antik, sage ich jetzt mal. Schöne Zeichnung, ein bisschen mit Witz dabei, manchmal auch in Richtung Tagesgeschehen. Es gab ja damals diverse Filme, da kann ich mich dran erinnern, die liefen selbst in DDR-Kino, fällt mir jetzt irgendwie ein. Also das hatte irgendwie keine Schwierigkeiten, über die Grenze zu kommen. War ja relativ unpolitisch, obwohl es auch immer wieder Anleihen am Tagesgeschehen gab oder der Tagespolitik. Jo, das war halt für uns was. Asterix, Legionäre, Römer. Jo, das habe ich halt damals gesammelt. Jo, da wurde das Taschengeld nach der Wende investiert. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich muss mal dazu sagen, ich habe oben noch eine Sammlung Spider-Man-Hefte. Da hatte ich auch diverse Bücher früher dazu. Das war natürlich auch Marvel, das war was. Und wurde auch über diverse Kanäle über die Grenze geschafft, sage ich mal so. Jetzt überlege ich gerade, Asterix-Heftchen hatte ich, glaube ich, auch schon in der Hand zu Ostzeiten. Ich weiß es nicht mehr genau. Also anhand dieser Bildchen, sage ich jetzt mal, habe ich mich auch im Zeichnen probiert. Und man hat das dann, wie wir sagten, früher abgepaust, nachgemalt in dem Sinne. Es gab auch lustig gemalte, sag ich jetzt mal, Grußkarten, Geburtstagskarten. Da wurden dann so eine Comicfiguren gerne für benutzt. Sowas gab es damals halt nicht käuflich zu erwerben. So, ja, das war.
war halt auch eine schöne Kindheit in dem Sinne. Die haben sich über die Jahre dann doch ganz schön gut erhalten. Habe ich jetzt oben gefunden, hat damals die Ex-Frau beim Auszug nicht entsorgt. Fand ich gut, obwohl ein paar fehlen eigentlich. Ja, ja, das war auch lustig. Ja. Hast du sowas gelesen, Kameramann? Ja. Asterix-Heftchen, ja? Nicht Asterix, aber so in der Art. Aha, was das andere? Was war deine Art? Na, auch Marvel. Ach, Marvel, ja, Marvel. Gut, okay. Das gab es ja dann wirklich gleich nach der Wende, wie samt am Meer. Ich weiß gar nicht, wo diese Taschenbücher abgeblieben sind, die ich damals hatte. Ich hatte auch noch relativ alte. Die waren dann noch nicht komplett im Bund, teilweise noch in Schwarz-Weiß, glaube ich, mich zu erinnern an diesen Heften. Oder zumindest waren die Farben relativ blass. Boah. Wie gesagt, die Kinofilme, die damals rauskamen, das war ja auch in den 80ern, würde ich sagen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und die haben wir uns auch reingezogen. Da sind wir dann in die nächste Stadt getrennt, sage ich jetzt mal, zum Kino. Ist zum Beispiel ein ganz altes. Da war aber auch schon die M5. Also, na egal. Aber man sieht es am Papier. Du, das hat sich aber gelblich verfärbt. Siehst du das? Schon ein bisschen älter hier. Guck mal. Ah ja, das war was. No. Das war immer lustig. Das ist ein relativ neues. Als Lehrling habe ich mir dann auch noch fehlende Hefte zugelegt. Ah, das ist was ganz anderes. Das fand ich lustig. Kennst du die? Nee, kann ich nicht. Kennst du nicht? Das war auch, Mensch, aber ich steht auch nicht mal ein Datum drauf. Was ist denn das hier? Mensch, hätte mal gerne mal. Nee. Sehe ich jetzt gerade nichts mal, von wann das war. Nee, kein Datum drauf. Mist. Schade. Wäre mal interessant gewesen zu wissen, von wann und wo. Okay. Die habe ich mir damals auch öfters reingezogen. Die wurden auch mal verfilmt, aber das war nicht so ein Erfolg. Habe ich selber auch nicht gesehen. Aber die Comics kannte man damals. Also gab es auch so kleine Büchelchen von und gehört hier eigentlich nicht rein. Ja, das waren erstmal die, die ich alle hatte. Und wie gesagt, schön gezeichnet, ein bisschen Wortwitz dabei. Die habe ich mir dann damals gerne zu Gemüte geführt. Bei einer gekühlten Apfelschorle. Ja. Also Comics sammeln ist auch ein schönes Hobby. Könnt ihr euch auch dafür begeistern. Schreibt mal was in die Kommentare. Also Kommentare sehen echt mau aus bei unserem Kanal. Für den Logarithmus ist halt gut. Schreibt irgendwas drunter. So Hashtag Mistvideo oder ähnliches. Hatet, was das Zeug hält. Also haten ist immer viel besser wie gute Kommentare. Schreibt mal irgendwas drunter, was ihr so gesammelt habt früher. Ich erinnere bloß daran, ich hatte auch mal die gewaltige Sammlung, diese lustige Taschenbücher. Donald Duck kennst du bestimmt auch, ne? Mhm. Der reiche Dagobert. Hatte ich auch was. Der war der beliebteste von allen eigentlich. Mit dem ersten Kreuzer, den er sich damals verdient hat. Also Dagobert war ein großes Vorbild damals in den 90er, nach der Wende. Geld verdienen. Ne? Das erste Wirtschaftsmagazin, was man so gelesen hat, ne, das war das lustige Taschenbuch, wie ist Dagobert reich geworden? Kann man 1:1 umsetzen. Nee, aber die, da hatte ich echt viele auch schon zu Ossi-Zeiten gesammelt, über Mann irgendwo eingetauscht, diverse Kanäle. Da hatte ich richtig einen riesen Bücherboard voll, die sind alle weg. Die hat die Ex-Frau. Ja, okay. Das war noch ein Thema damals bei uns. Die Heftchen gar nicht so, aber die Bücher. Die wurden auch in der Schule rumgetauscht. Das weiß ich noch. Die wurden überall rumgereicht. Wurden übrigens mal bei mir im Unterricht beschlagnahmt. Als böse Westliteratur. Ja, ja, habe ich nie wieder gekriegt. Und zwar auch nur, weil meine liebe Banknachbarin das unbedingt in der Unterrichtsstunde lesen musste. Und schon war mein Heftchen verschwunden, mein Büchelchen. Das ist dann irgendwo im Safe gelandet und was damit wurde, weiß ich nicht. Das war eben böse Westliteratur. Das ist dann vernichtet worden, bestimmt. Oder die Lehrer haben sie es mit nach Hause genommen. Selber gelesen. Das kann auch sein. Ja, selber gelesen wahrscheinlich. Ne? Das wurde auch gleich gesagt, dass man das nicht zurückbekommt. Ja, ja, ja. Die alten Wendehälse. Dieselben Lehrer waren hinterher dann ganz straff auf der anderen Seite nach der Wende. Das waren für mich die größten Wendehälse. Ja. Und wenn das Fähnchen eine komplett andere Farbe hat, ist das auch egal. Man marschiert fröhlich vorneweg.
Das waren unsere lieben Lehrer. Ne? Gut, soviel dazu. Kollege, wird das Video noch ein bisschen bearbeiten, zusammenkürzen. Schreibt was in die Kommentare. Was habt ihr gelesen in eurer Jugend? Wie gesagt, das war immer ein schöner Zeitvertreib. Tschüss, Freunde.